Wenn du auch du Softwareentwickler bist, entweder bereits selbstständig, Freelancer oder spielst mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen, oder vielleicht bist du auch schon selbstständiger Unternehmer, hast schon einige Mitarbeiter, dann bist du genau richtig in diesem Video, denn ich habe heute als Beispiel nur für einen meiner Kunden, der Softwareentwickler ist, in einem nur 15-minütigen, also 15 Minuten und 60 Sekunden, ganz genau zu sein, 15-minütigen Kaltakquise-Telefonat einen Kunden klar gemacht mit 20.000 Euro Minimumbudget für eine individuelle Softwareentwicklung. Da ging es um eine Programmierung zur Prozessdaten, eine neue Datenbank zu erstellen, um Prozessdaten aufzunehmen und diese dann in einem Dashboard wiederzugeben. Und zwar herstellerunabhängig, ne? Also in dem Fall gab es schon verschiedene Hersteller-Softwarelösungen im Einsatz wie SAP und Microsoft, in der Regel diese zwei in deutschen Maschinenbauerfirmen. Und die Firma war letztendlich ein deutscher, ja, produzierendes Gewerbe, Maschinenbauer, so mit zwischen 100 und 400 Millionen Euro Umsatz. Das sind so die besten Kunden meistens, wo einfach genügend Budget da ist und gleichzeitig aber noch nicht zu groß für irgendwelche komplexen, langwierigen Sales-Zyklen. Und es gibt hier letztendlich drei wichtige Faktoren, die du beachten musst, wenn auch du, sag mal, jetzt, wie gesagt, Softwareentwickler bist und möchtest gerne weiter wachsen. Das heißt, du hast entweder zu wenig Kunden, du hast entweder nicht die richtigen Kunden oder beides und du hast nicht genug Umsatz bzw. Marge. Ja? Die drei wichtigsten Faktoren, um letztendlich dein Business wachsen zu lassen, und es ist in der Regel so, dass wenn dein Business nicht wächst, dann wird es irgendwann schrumpfen. Und wenn du nur Freelancer bist, dann bedeutet Schrumpfen null. Ja? Also, weil viel weniger wie ein Mann ausgelastet gibt es nicht, also höchstens noch Halbzeit ausgelassen oder so. Also ich weiß, wie das ist, wenn man also ein Solopreneur ist. Also der Weg zum Nullumsatz ist sehr, sehr kurz. Ja? Viel, viel kürzer, wie wenn man jetzt schon mal 1, 2, 3, 4, 5 Leute hat. Und dahin möchte ich dich auf jeden Fall bringen, oder wenn du da schon bist, einfach nochmal auf das nächste Level. Dann brauchst du halt irgendwann mal einen Teamleiter. Mehr wie 6 Leute würde ich jetzt nicht unbedingt dir empfehlen, dass du selber managst, ne? Weil dann wird die Kommunikation wird zu komplex alles. Und ja, wenn dich das interessiert, dann trag dich einfach hier unten ein für ein kostenloses Strategie-Session-Gespräch mit mir und dann nehmen wir uns eben kurz Zeit. Davor sind ein paar Fragen geschalten, um natürlich auch ein bisschen meine Interessenten vorzufiltern. Das ist letztendlich auch eine Bewerbung, ja, also nicht mit jedem arbeite ich zusammen und ich biete auch die Zusammenarbeit, die ich aktuell anbiete, biete ich nur für einen beschränkten Zeitraum an. Ja? Denn ich bin sehr schnell auch wieder dann zugebucht. Ja? Und ich, wie gesagt, arbeite nicht wirklich mit jedem Kunden. Es ist eher in der Regel so, dass ich nur mit jedem 10. Kunden, der mit mir zusammenarbeiten will, ich auch dann tatsächlich sich eine Zusammenarbeit dabei herauskristallisiert, also dass es eben passt, dass da auch ein Match ist. Das hat viele Kriterien. Also schau einfach hier bei dem Link und dann werden wir schon sehen, ob du da in einem kostenlosen Gespräch, ob wir da zusammenfinden oder nicht. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin, genieß noch den schönen Freitagnachmittag, 35 Grad im Schatten, aber für euch bin ich hier und mache diese Videos. Überhaupt gar kein Problem. Bis dahin, ciao, ciao.